In der U-Bahn heute kam ein Mann auf mich zu und wollte sich mit mir unterhalten. Er machte Smalltalk. Er war nur einsam und redete über das Wetter und andere Dinge. Ich bemühte mich, freundlich und entgegenkommend zu sein. Aber dann bekam ich Kopfschmerzen von seiner Nichtigkeit. Ich hatte gar nicht so recht erkannt, was geschah. Doch plötzlich kotzte ich ihn von oben bis unten voll. Er war nicht erfreut. Und ich konnte mich vor Lachen nicht halten. Was sind wir noch für kranke, lächerliche Puppen, die auf einer winzig kleinen Bühne tanzen? Und was haben wir noch für einen Spaß beim Ficken und beim Tanzen? Völlig sauber, weil wir nicht ahnen, dass wir wichtig sind. Wir sind nicht, was wir sein sollen. Kranke, lächerliche Puppen, die auf einer winzig kleinen Bühne tanzen. Und was haben wir doch für einen Spaß beim Ficken und beim Tanzen? Völlig sorgenfrei, weil wir nicht ahnen, dass wir nichtig sind. Wir sind nicht, was wir sein sollen. Völlig sorgenfrei, weil wir nicht ahnen, dass wir nicht sind. Wir sind nicht, was wir sein sollen.